Gewagte HiFi-Thesen mit Sascha Reckert. Immer dieses Falschwissen, was verbreitet wird. Es hat seine Gründe, warum Fischer und Fischer nur Schiefer benutzt. 99% aller anderen aber eher Holz. Ja, Fischer & Fischer ist einer dieser Hersteller, die ich soeben erwähnt habe. Das Material ist schwierig zu verarbeiten. Das macht es teuer, aufwendig. Und wir bewegen uns da automatisch in einer Preisklasse, die unglaublich viele Leute gar nicht bezahlen können oder auch wollen. Und deswegen ist das Mittel der Wahl in der Regel Holz. Weil Holz lässt sich fast beliebig skalieren in der Qualität. Und ein sehr aufwendiges Holzgehäuse, das akustisch dann wirklich optimiert ist, ist dann auch nicht mehr preiswert.